Du fährst so lang Vollgas, bis ich schreie. Spaß ist das nicht mehr. Leute, Hallöchen zu neuem Tag im Schlebis Weltcup Trainingslager. Nico bereitet sich gerade vor auf einen neuen Tag. Schaut euch den Himmel an, bitte. Wir haben jetzt gerade am Plan geändert. Eigentlich wäre heute auf dem Plan gestanden, dass wir gleich ziemlich früh. Oh, was sind wir denn? Dass wir heute gleich ziemlich früh rausgehen, ein bisschen Sprinttraining machen, was ich mit diesem Rad machen wollte, ohne Akku, weil ich vielleicht ein Projekt vorhab. Aber das erzähle ich euch dann, wenn wir das Training machen, was ich da genau vorhab. Und dann wollten wir zu den großen Dirt Jumps hier auf der Insel fahren. Aber Wetter schaut nicht so gut aus, plus Wind ist aufgezogen, deshalb jetzt eine Planänderung. Ich gehe mit dem Schlebis auf eine so Strecke, wo wir die letzten Tage frei gemacht haben, auf so eine Mini-Downhill-Strecke. Baller die mit ihm 2, 3, 4 Mal, dann vielleicht noch eine andere Strecke. Ich schaue halt einfach, dass der Nico so viele Strecken wie möglich hier ein bisschen sieht. Die fahren wir gescheit jetzt vormittags und dann nachmittags fahren wir wieder eine lange Tour. Ihr seid dabei, mal schauen, was passiert. Leute, wir sind mit dem Auto zur Strecke gefahren. Wir gingen beide mittlerweile schon auf dem Zahnfleisch. Der Nico ist jetzt, glaube ich, am 5. Tag oder so da. Und wir sind richtig durch. Deshalb fahren wir jetzt zu die Downhill-Strecken, um unser Downhill-Training zu machen mit dem Auto. Weil wir nachmittags nochmal eine Runde drehen wollen. Und ich kann bloß für mich sprechen. Ich gehe am Zahnfleisch. Ich weiß nicht, was. Ich kann es bestätigen. Okay. Jetzt geht's ab, Leute. Wir haben einen Warm-Up-Run drin. Und jetzt machen wir ein paar, wo einmal der Nico vorfährt, einmal ich. Natürlich auf Druck. Hä? Erst du. Weil? Fahr vor. Jetzt bin ich doch schon hinter dir. Jetzt bin ich ja echt schon hinter dir. Ja, fahr jetzt, komm. Na, ich bin jetzt echt hinter dir. Durch Zufall. Dieser Fügung. Aber ich hab da die Kamera schon eingestellt. Ich fahr dir jetzt direkt hinterher. Ja, der ist aus. Ich fahr dir jetzt hinterher. Alter, was soll der Scheiß? Was soll? Brenn einfach und ich geb Kommando. Also du bist noch ganz, ganz unten jetzt. Ich geb Kommando, du fährst so lang Vollgas, bis ich schreie. Okay, Gas. Go! Schlippinger! Yeah! Oh, das waren zwei Insides! Come on, it's at high speed! Push! Jetzt links am Baum! Yes! Geil! Alter! Hat eigentlich schon jemand erwähnt, dass wir am Zahnfleisch gehen? Geil! Alter, spektakulär, würden sie sagen. Als richtige Training-Teammates tauscht man mal das Rad. Weil wir hier immer wieder die Strecke hoch müssen, da gibt es keinen Weg außenrum.
wenn ich natürlich nur mit dem E-Bike hochballern würde und der Schlebi tot ist, bringt auch nichts. Deshalb eine ich elektrisch hoch. Ready? Mhm. Warte, warte! Also Leute, wir haben jetzt, wie viel haben wir gemacht? 4? Ja. Runs. 4 Runs in. 5. Da wir 5. Da wir kaputt sind und jetzt dann noch eine lange Tour vor uns haben, stecken wir sie jetzt, essen auf Mittag, springen auf die Bikes wieder. Schlebes, wie ist dein Plan? 3 Stunden Tour, haben wir heute Morgen gesagt. Könnten wir denn die Nacht reinführen? Ja. Wir sagen zwar immer, wir machen Grundlagetouren, aber im Endeffekt fahren wir einfach bloß 3 Stunden bergauf, bergab, bergauf, bergab, bergauf, bergab. Richtig rein, direkt im Flow. Speed, Tempo ist dein Freund, Schlebi. Yes! Ja. Ich hab's verkackt! Ich hab's verkackt! Ich hab's verkackt! Scheiße! Go! Oh! Was machst du? Am Puls nicht absinken lassen. Der ist schon bei 150. Thank you.
Spaß ist das nicht mehr. Ja. Lang nicht mehr. Crazy. Okay? Aha. Ja? Aha. Ich bin komm. Keine Ballons mehr. Oh. Boy, ay, ay. Und was ist der pure Fahne? Leute, wir sind durch. Ihr merkt es, ein Schlebinger gefällt. Tour ist vorbei, wir kommen wieder in die Nacht. Ich hoffe, dass morgen der Wind mitspielt und wir zu den großen Dirtjumps können. Dann hauen wir noch ein Video raus. Also bis dahin.